Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderschuhe interessieren. Aufgrund der vielen Nachfragen oder doch im Laufe der Verkaufsgespräche der letzten Zeit ist das eine Thema besonders mal herauskristallisiert worden, und zwar: Warum stolpert mein Kind mit neuen Schuhen? Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen, dann sehen wir uns gleich. Und ansonsten bis später. Hallo, liebe Eltern, und hallo alle Interessierten, die sich um das Thema Kinderfüße, Fragen zum Kauf von Kinderschuhen interessierten, sage ich jetzt einfach mal so. Ich freue mich, euch wieder hier begrüßen zu dürfen. Und wie gesagt, diesmal geht es um diese ganz simple Frage, die mir jetzt in der letzten Zeit schon öfters gestellt worden ist: Warum läuft mein Kind so komisch oder warum stolpert es, wenn ich ihm neue Schuhe anziehe? Ist das vielleicht sogar ein Reklamationsgrund? Ist es nicht. Ganz einfach. Der kindliche Körper hat, oder das kindliche Gedächtnis, sag ich mal so, hat keinerlei Erfahrungswerte, wie das ist, wenn ich laufe mit neuen Schuhen. Je nach Altersgruppe, sage ich jetzt mal. Fange ich jetzt auch gerade mit einem Kind an, das von dem Laufanfänger-Krabbelschuh in den richtigen Laufschuh wechselt, und da ist es jetzt egal, welche Marke oder welches Fabrikat ich da nehme, und ich nehme den richtigen Freiraum dafür, tut sich der kleine kindliche Körper immer erstmal schwer, das Neue zu verarbeiten. Der Kopf, das Gehirn muss resettet werden und auf die neue Schuhlänge eingestellt werden. Das trifft zum Beispiel auch sehr oft bei Kindern zu, die zu lange zu kurze Schuhe getragen haben. Da hat sich sozusagen der ganze Körper, der ganze Laufmechanismus, der Kopf, an diese nicht vorhandene Länge gewöhnt. Man kann den Körper an diverse Dinge gewöhnen, es ist wirklich so. Und dann haben wir auf einmal just damit ein kleines Problem, weil mein Kind alle 5 Meter oder wenn es zu schnelleren, höheren Geschwindigkeiten aufläuft, dann verlagert sich ja wieder das Körpergewicht, dann fällt es mir hin. Es kann zum einen an der Sohlenmischung liegen. Wie gesagt, auch der Kautschukgehalt ist bei vielen Sohlen recht unterschiedlich. Es kann aber in den allermeisten Fällen mit der ordentlichen und normalen Länge zusammengehören, die ein Kinderfuß brauche, wenn ich einen Schuh neu kaufe. Wir hatten letztens das Gespräch gehabt mit einer Mutti, die also dann auch gesagt hatte, ja, sie hat eine 3-jährige Tochter, und mit dem neuen Schuh ist sie die ersten Tage wirklich bloß gestolpert. Wir hatten dann auch E-Mail-Kontakt gehabt, wir haben auch das Ganze, nochmal diskutiert. Und wo ich dann aber gesagt habe, ignorieren Sie es doch einfach, geben Sie doch erstmal dem Körper die Gelegenheit, sich auf die neue Länge da vorne einzustellen. Nun muss man ja auch immer wieder sagen, wir haben es teilweise mit großen Kindern zu tun. Also wenn ein 3-Jähriger zum Beispiel schon die Größe 28 oder 30 trägt, dann ist das schon eine ganz schöne Hausnummer. Und gerade diese Kinder, ich will jetzt den Mamis nicht zu nahe treten, aber die sind manchmal in den Phasen ein bisschen grobmotorisch unterwegs, gerade wenn der Körper Wachstumsphasen hat. Dann wissen die mit ihren Gelenken und Beinen und Armen nicht so richtig anzufangen. Und natürlich hat auch da der Kopf erst recht Schwierigkeiten. Ups, jetzt kommt eine neue Körpergröße dazu, jetzt kommt noch eine neue Schuhlänge dazu. Darauf muss er sich erstmal einstellen. Also, liebe Eltern, gebt den Kindern einfach die Zeit. Klar solltet ihr das auf jeden Fall beobachten, aber wie gesagt, in den allerwenigsten Fällen liegt es wirklich am Schuh. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wie gesagt, es sind immer mal so Themen, die bei uns mit angesprochen werden und die, ich denke, die auch viele Eltern da draußen einfach mal interessieren, die vielleicht nicht den Gang ins Fachgeschäft wagen. In diesem Sinne, bleibt schön neugierig. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann.